Aussage mit SPD-Abrechnung hat Gabriel Nahles großen Gefallen getan. Die rote Fahne weht unerschütterlich hoch oben auf dem Dach, im grauen Berliner Winterhimmel. Sie ist noch nicht zerzaust wie die Partei. Die Kameras sind abgebaut, kaum ein Licht brennt am Samstag im Willy-Brandt-Haus, der SPD-Zentrale. In ihren 155 Jahren hat die älteste Partei Deutschlands wenige so desaströse Wochen erlebt. Dabei hatte sie erst einen sensationellen Erfolg errungen. Statt aber mit stolzer Brust ob des Erringens von Finanz-, Außen- und Arbeitsministerium sowie drei weiterer Ressorts bei den Mitgliedern um eine Zustimmung zum Koalitionsvertrag mit CDU/CSU zu werben, herrscht Schockstarre. Während der Juso-Chef Kevin Kühnert bereits seine GroKo-Tour gestartet hat, geht die am 20. Februar startende Abstimmung aller SPD-Mitglieder über den Vertrag schief und kommt es zu Neuwahlen, muss die SPD wohl um ihre Existenz fürchten. In ganz Europa wird das Drama aufmerksam registriert. Auch Kanzlerin Angela Merkel, CDU, selbst unter Feuer wegen des Verlusts von Schlüsselministerin an die 20%-Partei, kann das nicht gefallen. Schon vor dem Start der Großen Koalition wird das Bild einer hochfragilen Regierung erweckt. Der steile Aufstieg und tiefe Fall des Martin ist. Es ist längst nicht nur Martin Schulz, der Fehler an Fehler gereiht hat. Die Blicke richten sich auch auf die, die es nun bei den Sozialdemokraten richten sollen. In Anlehnung an die groteske Kunstfigur von David Bowie schreibt die italienische Zeitung La Repubblica, Schulz sei der Ziggy Stardust der deutschen Politik. Der Alien, der vor einem Jahr von Brüssel nach Berlin katapultiert wurde und wie ein Gott einer führungslosen Partei gefeiert wurde. Er wurde in tausend Stücke gerissen. Er sei der perfekte Sündenbock für eine Partei, die seit 10 Jahren in der Identitätskrise stecke.